Mein Sohn Sebastian ist 18, meine Tochter ist 21. Und Sebastian ist 18, er sucht sich, er hat Abi fertig, aber nicht super Note so. Und ich möchte ihn nicht nach Australien schicken, das ist so die Geschichte. Ich möchte, dass er sich findet in Berlin. Aber er war schon unterwegs, er war auf dem Jakobsweg, war mein Sohn. Im Herbst haben sie mit Freunden so eine Reise gemacht, der hat gearbeitet, Geld verdient, sich ein Zelt gekauft von diesem Geld. Er wollte wissen, wie das Leben im Zelt ist. So. Hat dieses Zelt in seinem Kinderzimmer aufgemacht und saß im Zelt, der Junge. Und von mir wollte er irgendwelche Reisetipps für diesen Jakobsweg haben, wo ich dann sagte, Mann, ich kenne mich da überhaupt nicht, ich weiß nicht mal, wer dieser Jakob war. Wir hatten ganz andere Wege, wir hatten Leninsweg, bei uns war Leninsweg, eine sehr verbreitete Touristenroute. Wieso war? Die kann man auch heute noch machen, bestimmt. In jeder Kleinstadt an der Wolga steht im Zentrum ein Lenin-Denkmal, der die Richtung zeigt immer, der steht so oder so steht er. Und damals sind wir bei so einem Lenin ausgestiegen und in die Richtung gegangen, bis zum nächsten Lenin. Und nach zwei, drei Lenins merkten wir drehen uns nur im Kreis, da ist nichts, und sind mit dem Zug nach Hause gefahren. Das war unser Leninsweg. Aber mein Sohn fand es krass, ist aber bei seinem Jakob geblieben. Mir ist das nur recht, soll doch jede Generation ihre Wege selbst erkunden da. Wir haben jetzt in der Pause mit Kollegen darüber gesprochen, ob wir gerne zur Schule gegangen waren, damals, als wir noch klein waren. Und daraufhin dachte ich, ich lese Ihnen die Geschichte. Eigentlich wollte ich über die ganzen Liebesgeschichten von Sebastian vorlesen. Weil er erzählt mir gar nichts mehr. Aber damals noch. Aber zuerst möchte ich diese Geschichte zum Schule gehen, zum Thema Stunde Null. Genau, das ist eine süße Geschichte. Stunde Null. In unserer Familie musste mein Vater morgens als Erster aufstehen. Die Arbeit in seinem Betrieb begann um 8 Uhr früh. Er brauchte 2 Stunden für den Weg, stellte den Wecker auf 5 Uhr und machte in der Dunkelheit Gymnastik. Wenn ich wach wurde, hörte ich Papas Handeln im dunklen Gästezimmer über den Fußboden rollen. Wenn um 6 Uhr im Radio die Hymne der Sowjetunion als Weckton für das ganze Land erklang, war mein Papa bereits mit Gymnastik und Frühstück fertig. Meine Mutter stand auf, wenn er das Haus verließ, um nicht unter seine Handel zu geraten. Sie sammelte seine Sporthosen, Hemden, Schuhe, Tassen und Teller zusammen, machte sich hübsch, trank Kaffee und ging dann ebenfalls zur Arbeit. Ich stand als Letzter auf. Meine Schule war zu Fuß nur 10 Minuten von der Haustür entfernt und der Unterricht begann bei uns erst um 8:30. Ruhig wie Buddha sammelte ich meine Lehrbücher und Hefte zusammen, zog die dunkelblaue Schuluniform an, machte das Radio aus und ging nach unten, um meine Schulkameraden zusammenzusammeln. Wir gingen immer in einer größeren Gruppe, in die Schule zu dritt oder zu viert, damit uns die älteren Schüler in Ruhe ließen. Abends sahen meine Eltern übermüdet und abgearbeitet aus, ich dagegen schlief viel und gut. Heute leben wir in einer verkehrten Welt. Die Kinder müssen als Erste aufstehen. Um 6:30, manchmal sogar um 6, wenn sie zur Stunde Null in der Schule sein müssen. Am Abend können sie sich aber in der Regel nicht vor Mitternacht ins Bett zwingen. Sie surfen zu lange im Internet, auf Facebook oder schauen sich online irgendwelche Zombie-Serien an. Am nächsten Tag sehen sie um 6 Uhr morgens selbst wie Zombies aus. Mit kreideweißem Gesicht wandern sie zwischen Küche und Korridor hin und her, vergessen ihr Weißbrot aus dem Toaster zu nehmen und können eine geschälte Banane nicht zielsicher aufessen. Die Eltern dieser Kinder, also wir jetzt, stehen natürlich mit auf,
um sie zur Tür zu bringen, wünschen ihnen gute Noten und viel Erfolg und fallen wieder ins Bett. Wir sind beide freischaffend berufstätig und können jeden Tag so lange schlafen, bis das Kissen platzt. Rein theoretisch natürlich. Denn montags und freitags klingelt um 10 das Telefon und eine strenge weibliche Stimme aus dem Schulsekretariat sagt, ich solle bitte sofort meinen Sohn abholen. Er sehe krank aus, habe furchtbare Kopfschmerzen oder eine Magenverstimmung. Ihn plagt eine undefinierbare Krankheit, die keinen Namen und stets unterschiedliche Symptome hat. Besser wird es, wenn das Kind aus der Schule nach Hause kommt. Und am Abend desselben Tages verschwinden die Schmerzen zum Glück. Das Kind ist bester Laune und will spazieren gehen. Manchmal beginnt der schlimme Schmerz bereits nach dem Aufwachen, noch bevor das Kind in die Schule geschickt wird. Endet aber abrupt nach meinem Anruf beim Schulsekretariat wegen einer kurzfristigen Krankmeldung. Sofort geht es dem Kind besser. Er isst eine heiße Suppe und langweilt sich genüsslich. Das ist nichts Außergewöhnliches, sagt mir mein Herz. Typische Kinderkrankheiten, für die es in der modernen Wissenschaft noch immer keine vernünftige Erklärung gibt. 3 Tage Fieber, 1 Tages Kopfschmerzen, halbtägige Magenverstimmung. Bei jungen Menschen läuft alles in hohem Tempo ab, sie erkranken rasch, werden aber auch schnell wieder gesund. Mein Gewissen widerspricht dem jedoch. Was sind das für geheimnisvolle Krankheiten, die immer montags und freitags auftreten, fragt das Gewissen. Man wird doch nicht nach dem Kalender krank, sondern nach der Anzahl der Kontakte mit Infektionsüberträgern. Aber das Kind sieht an diesen Tagen tatsächlich ganz elend aus, es lügt nicht. Ich würde trotzdem an deiner Stelle mal in seinem Stundenplan nachschauen, hakt das Gewissen nach. Ich schaute also in den Lehrplan des Kindes. Montag und Freitag hat es Latein. Einmal in der ersten Stunde, ein andermal sogar in der Stunde Null. Also besonders früh. Wahrscheinlich ist diese wunderbare alte Sprache die Ursache für unsere Eintagesschmerzen. Mein Kind war mit mir ja immer ehrlich gewesen. Mehrmals hatte ich erfahren, es hasse Latein. Latein sei eine Kacksprache. Es könne mit Latein nichts anfangen. Und wenn wir auf Dauer gezwungen werden, etwas zu tun, was wir nicht mögen, wird uns richtig schlecht. Ich stand vor einer erzieherischen Sackgasse. Was konnte ich tun? Wie helfen? Es gab keine Möglichkeit, sich mit einer Lateinallergie krankschreiben zu lassen. Außerdem wäre es schade um das Fach. Ich hätte so gern ein lateinsprechendes Kind gehabt. Aber dem Kind beginnen die Lippen zu beben, wenn wir uns diesem Thema auch nur nähern. Ich lerne sowieso unglaublich viel Schwachsinn, beschwerte sich das Kind vor einiger Zeit. Ich werde ständig mit Wissen vollgestopft, das mir nie im Leben nützlich sein kann. Ich lerne zum Beispiel Mathe, obwohl alle längst einen Rechner auf ihrem Handy haben. Ich lerne zum Beispiel Geografie, trotz der Erfindung der Navigationsgeräte. Ich lerne Fremdsprachen, obwohl man mit Google längst alles übersetzen kann. Aber gut, ich lerne und ich verstehe die Logik der Lehrer. Was ist, wenn der Rechner kaputt geht? Wenn dein Navi versagt oder Google in die Hände von Terroristen gerät und alles falsch übersetzt. Ich lerne dieses überflüssige Zeug, fleißig wie Biene Meier, und ich summe nicht mal dabei. Aber Latein kann mir gestohlen bleiben. Vehement verteidigte das Kind sein Recht auf Unbildung. Latein, mein Sohn, ist die Wurzel der europäischen Kultur, die Mutter aller Sprachen, versuchte ich ihn zu überzeugen. Ist doch wunderbar, ich akzeptiere das, nickte das Kind. Soll die Mutter alle Sprachen aber dahin, wo sie hingehört, nämlich ins Sprachmuseum? Warum soll ich in eine unnatürliche Liebesbeziehung mit einer toten Sprache hineingezogen werden? Das ist Blasphemie.
Das Kind geriet immer mehr außer sich. Es stellte sich in die Mitte der Küche, erhob das Toastbrot und sagte mit pathetisch vibrierender Stimme, sag mir bitte wo, in welcher Lebenssituation, auf welchem Planeten mir Latein nützlich sein kann. In sehr vielen Situationen auf unserem Planeten, erwiderte ich. Zum Beispiel eine Pause bildete sich in der Küche. Du gehst in ein Museum, willst die Namen auf den Schrifttafeln lesen, kannst sie aber nicht verstehen, weil sie alle auf Latein sind. Haben Sie ein besseres Beispiel? Fing ich unsicher an. Daneben wird die deutsche oder englische Übersetzung stehen, tat das Kind mein schwaches Argument lächelnd ab. Mit Lateinkenntnissen kannst du zum Beispiel Arztrezepte lesen und auf diese Weise kontrollieren, dass die Ärzte dir nichts Falsches verschreiben. Kannst du nicht, wiegelte Sebastian ab. Ärzte haben eine solche Handschrift, dass sie selbst nicht lesen können, was auf ihren Rezepten steht. Ach, diese Jugend. Sie ist engstirnig und merkantil. Selbstironie gehört nicht zu ihren Tugenden. Sie denkt rational und will in allem einen Nutzen sehen. Eine alte Sprache einfach so zu lernen, nur weil sie schön ist, kommt nicht in Frage. Ich wollte die hoffnungslose Lateinschlacht trotzdem auf keinen Fall verlieren und ging zum letzten Argument über. Stell dir vor, sagte ich bedeutungsvoll, du fliegst in ein weites, fernes Land und lernst dort ein wunderschönes Mädchen kennen, das dich auch toll findet, aber leider nur Latein versteht. Was würdest du tun? Mein Kind lachte und schaute friedlich an die Decke. Er gab sich gar keine Mühe, dieses Argument pro Latein zu widerlegen, was einfach gewesen wäre. Es hätte schon gereicht zu sagen, dass es längst keine fernen Länder mehr gab und hübsche Mädchen, die nur Latein verstanden, nirgendwo existierten. Er wollte aber, dass es sie gab. Das habe ich in seinen Augen gesehen. Auf jeden Fall hat er am nächsten Tag, einen Montag, die Kopfschmerzen überwunden und ist in die Schule gegangen zur Stunde Null.